Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Code Veronica. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier auf dem Weg zurück ins Gefängnis und wir wollten dann nochmal das Blutstillmittel, was wir da gefunden haben, diesem Typen geben. Ja, würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Ich glaube ja... das ist jetzt natürlich doof, dass jetzt hier noch die Zombies rumrennen, aber ich würde sagen, ich mache die einfach mal weg. Weil hier müssen wir ja dann doch noch das ein oder andere Mal hin, ne? Oh, dann der nächste Claire. Ah, das ist einfach so cool. Diese Waffe, Leute. Diese Waffe ist einfach der Knaller. Muss ich echt sagen. Und, nein, was soll denn das? Verdammt nochmal. So. Bleibst du jetzt liegen oder was ist jetzt hier los? Und, ja. Dann machen wir jetzt einfach mal weiter, würde ich sagen. Da ist noch einer. Warum ist denn da noch einer? Na gut, dann... Komm, Claire. Ich finde das so cool. Dok, dok. So. Oh, der war aber schnell tot. Ja, das Zombie-Geheule hier. Alles klar. Obwohl ich die eigentlich immer alle kaputt mache. Deswegen, ja. Alles klar, Freunde. Gehen wir einfach mal weiter hier. So. Oh Gott, hier sind Hunde. Oh Gott. Darf man sich direkt mal erschrocken. Aber. Alles klar. Ihr müsst einfach nur ins Gefängnis. Wo war das jetzt nochmal? Und da ist ja nix. Okay. Einmal hier zurück. Nee, das... Hä? Nee, das war das falsche Richtung. Das ist die falsche Richtung. Das ist nur diese nervige Stelle mit dem... Mit der Security Box. So. Dann müssen wir doch da wieder raus mit zu den Hunden. Ach ja, Freunde. Ach ja. So, da bin ich mal gespannt. So, wo war das denn jetzt hier? Ja, wir müssen einfach nur... So dumm, ne? Ich bin manchmal echt so dumm. Wir müssen einfach nur auf die andere Seite. So. Gut. Dann lauf... warum sind die denn jetzt alle wieder da? Was soll das denn? Kommen die immer wieder oder was ist hier los? Die kommen ja echt immer wieder, oder? Dann lasse ich die jetzt einfach mal. Die kommen auch immer wieder hier. Ja gut, dann... Den muss ich aber kaputt machen, weil der im Weg steht. Weil der im Weg steht. So. Ja, wobei, der ist auch ziemlich im Weg. Da verschieße ich jetzt meine Pfeile. Wollte ich zwar eigentlich jetzt... Nicht, aber vielleicht komme ich ja an dem vorbei. Vielleicht komme ich an dem vorbei. Ja, dann lauf halt. Geh weg. Ah, verdammt. Der läuft genau in die Ecke. Das kann ja wohl nicht sein. So, da komme ich jetzt aber vorbei. Ja, sehr gut. Sehr schön. Okay. So, dann bin ich mal gespannt, was uns der Typ jetzt hier sagt, wenn wir ihm jetzt das Blutstillmittel geben. So. Und ob er überhaupt was sagt. Ne? Wir haben dich nicht vergessen, Kollege. Wir haben dich nicht vergessen. So, Cutscene. So. What are you doing here? Hemostatic medicine. How kind of you. Thanks. Here, let me help you with that. Thanks, but I can take care of myself. Just go. Keep it. It was a gift from my brother, but... Thanks. Here, let me give you this in return. You might need it later on. Now go. Don't worry about me.
Und was kriegen wir? Ach nein! Der Dietrich! Alles klar, und wir lassen dafür das Feuerzeug hier. Was sagst du jetzt noch? What are you still hanging around for? Get out of here. Ja, ich hab dir das Leben gerettet, Mann. Er scheint. Was? Er scheint große Schmerzen zu haben. Ich sollte ihn lieber nicht ansprechen. Alles klar. Ja, cool, Freunde. Wir haben den Dietrich tatsächlich bekommen. Anstelle des Feuerzeugs. Und dann müssen wir jetzt tatsächlich. Ja, uns mal hier umgucken, wo denn jetzt diese ganzen. Das wird lustig jetzt. Wo diese ganzen kleinen Schlösser waren. So, wartet mal. War hier drinnen nicht sogar noch was mit dem Dietrich? Muss ich direkt mal gucken, weil da haben wir nämlich bestimmt einiges an Munition. Und ja, da bin ich jetzt mal gespannt. So, genau, hier haben wir ja angefangen, ne? Ne, hier war tatsächlich nichts mehr. Oh, alles klar, ich gehe schon wieder. Ich lasse dich mal alleine da, was auch immer du da machst. So, gut, dass wir den nicht vergessen haben. Das heißt, das Feuerzeug? Ja, brauchen wir jetzt irgendwie nicht mehr. Nicht mehr? Okay, das ist sehr merkwürdig. Muss ich sagen. Aber gut, dann ist es halt so. So, hier rennt jetzt noch der eine rum, ne? Da komme ich... Nein, da komme ich nicht dran vorbei. Oh Gott. Ah, verdammt, ey. Dann lasse ich halt einmal beißen, Claire. Den mache ich jetzt nicht kaputt. Hier muss ich jetzt nie wieder hin, tatsächlich. Deswegen, ja... Lass ich den einfach da leben. Dieses Zombie-Geheule hier. So, dann... Oh Gott, wie komme ich denn hier jetzt am besten vorbei? Ah, geh weg. Geht einfach weg. So, alles klar. So, dann... Wieder raus hier. Hier müssen wir später, glaube ich, noch ein einziges Mal hin. Und zwar für dieses indigo-blaue, für diesen indigo-blauen Stein. Weil da können wir uns ja nämlich auch da diese Munition da mitnehmen, die wir da noch gefunden haben, ne, in dem Gefängnis. Da gab es ja diesen einen Raum mit dem Metalldetektor. Und da haben wir ja noch Munition drinne liegen. Ziemlich wichtige Munition, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil es sollen wohl... Bow-Munition gewesen sein, also gegen diese Biowaffen für den Granatenwerfer. Und ja, das würde ich natürlich alles gerne mitnehmen. So. Dann würde ich doch einfach mal vorschlagen. Oh Gott! Oh nö! Nein, nicht diese Teile. Oh Gott. Um Himmels Willen, wo kommen die denn her? Neue Gegner auf jeden Fall. Erstmal aus dem Weg gehen. Weil ich habe tatsächlich auch keinen Granatenwerfer und nix. Genau, hier haben wir wieder diese Mücken hier. Wir gehen erstmal wieder hier rein. In die schöne Residenz. Und gucken mal, wo wir jetzt hier diese kleinen Schlösser haben. Es war so klar. Jetzt sind hier auch Zombies drinne. Na klar. Ach, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Und ich habe nur noch 5 Pfeile. Aber gut, ich glaube ja... Persönlich... Okay. Dass wenn wir die Zombies jetzt hier platt kriegen... Dass die dann... ein für alle Mal weg sind. Der steht nochmal auf. Der steht nochmal auf. So. Der ist kaputt. Da ist der andere da hinten. Alles klar. Mach die mal weg, weil ich hoffe ja, wie gesagt, dass die dann endgültig tot sind hier. Oder was ist hier los? So, da rennt auf jeden Fall irgendwo noch einer rum. Aber... Ferrier wurde bereits... War hier nicht noch was für den Dietrich? Uninteressant. Hä? Ah, hier vorne? Büh.
Hier vorne könnte ich mich aber definitiv dran erinnern. Oder war hier echt nichts mehr, wo wir den Dietrich brauchen? Toilette aus Marmor. Nee, tatsächlich. Okay. Hätte ich jetzt echt mit gerechnet, aber gut. Dann gehen wir halt nochmal in den Safe-Raum und setzen da dann die Goldluger ein. Weil da ist jetzt tatsächlich unser weiter. Unser nächster Weg. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass hier. Oben. Oben ist ein Zombie. Da. Da! Oh Gott. Ach ja, renn ihm in die Arme. Das ist. Ach. Ja, ja. Blödes Biest. So, steh auf, Kollege. Ja, lad noch nach. Lass dich zweimal beißen, oder was? Nee. Geh zurück. Ah. Zombie. Ich würde eigentlich ungern meine Munition dafür verballern, aber ist halt... Da ist noch einer! Alter, wo kommt der denn her? Kannst du hochschießen? Ja, die kann hochschießen. Aber... So. Boah. Was rennen hier die Zombies jetzt wieder rum? So, war hier denn gar nichts mit einem Dietrich? Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Ja, und draußen ist irgendwie gar Halligalli. So. Kiste. Die Goldluge auf jeden Fall, die brauchen wir. Dann haben wir diese Karte dabei. Wir haben das Heilspray. Wir haben noch diese Waffe. Stimmt. Also munitionstechnisch geht es tatsächlich noch. So. Hier war aber auch nichts jetzt für den Dietrich, ne? Aber wir können die Goldluger einsetzen. Ja. Dann setzt die Goldluger ein. Nein. Benutzen. So. Wir haben endlich die Goldluger eingesetzt. Ausrüsten, kombinieren mit der Monet. Und rein da. Da bin ich erstmal gespannt, Freunde, was es hier noch gibt. Hinter dieser mysteriösen Goldluger-Tür, ey. Boah. Was war denn das? Einfach nur ein Raum. Ach, okay. Was? Oh, das sieht ganz schön krass aus hier. Hier ist ein alter Fotorahmen. Er wurde scheinbar für eine Weile nicht benutzt. Hier ist ein Kamin. Ja. Privatgemächer für von Alfred oder was? So. Muni haben wir mitgenommen. Ledercouch. Was ist das? Eine antike Spieluhr. Ach. Okay, das kennt man ja noch aus dem dritten Teil. Was ist jetzt hier? Boah, was? Boah, hab ich mich erschrocken. Ich dachte, okay, was für eine Kameraperspektive. Viele dicke Bücher. Ist hier noch was? Nee, kein Secret, alles klar. Was ist da auf dem Tisch? Das erinnert mich gerade ein bisschen an Dino Crisis mit der fetten, mit dem fetten Fenster hier. Gut, was haben wir hier? Er ist nicht angeschaltet. Den Rechner hoch. Ja, mach mal. Mach mal den PC an. Ah ja. Das war wieder das gleiche Video wie bei dem anderen Raum. Ach, ich wusste es. Bitte das Passwort eingeben. Haben wir nicht. Sorry. Pfei, verdammt, ey. So. Da liegt aber was. Irgendwas steht auf dem Notizzettel. Erste Ziffer links, rechts. Zweite Ziffer links. Dritte Ziffer rechts. Was ist denn das jetzt? Zwischendurch kein... Ein Rätsel!
Ach, ein Rätsel. Alles klar, was haben wir hier? Hier sind drei Tasten. Ah, alles klar. Alles klar. Gut. Das heißt, wir müssen einfach nur diese Kombination nacheinander. Erste Ziffer. Links, rechts. Okay. Links, rechts. Gut, wartet mal. Dort muss ich mir aber gerade alles abfotografieren. Wartet mal. So. Zack. Zweite Ziffer links. Dritte Ziffer rechts. Vierte Ziffer rechts mal 3. Zwischendurch kein Reset. Okay. Dann geben wir das mal hier ein. Klassische Resident Evil Rätsel, ey. So. Links, rechts. Drei. Ah, ne. Eins ist es. Okay. Zweite Ziffer links. Eins. Neun. Eins, neun, sieben. Vierte Ziffer rechts mal 3. Eins, neun, sieben. Eins, neun, sieben, eins. Ah, verdammt. Okay. Eins, neun, sieben, eins. Ja, dann probieren wir das mal. Eins, neun, sieben, eins. Bin ich mal gespannt. Ja, Passwort. Eins, neun, sieben, eins. Mal gucken. Yes! Direkt richtig gemacht. Cool. Ach, wie schön. Eine Geheimtür. Oh Gott! Boah. Boah, bin ich erschrocken. Boah, bin ich erschrocken. Geh mal weg. Geh weg, du blödes Ding. Ach du Scheiße, ey. Um Himmels Willen. Okay, kann ich... Ich kann hier auf das Ding warten. Dann probieren wir mal. Da liegt ein Kraut. Okay. Guck mal. Ich probiere das jetzt. Ich probiere das jetzt mit der Pistole hier. Weil die sind scheinbar nicht so stark. Gelb. Alles klar. Aua! Oh Gott. Gelb immer noch. Kombi. Okay. Ja. Ja. Da seht ihr das, ne? Also, platt zu machen sind die Dinger. Und das Kraut hier bitte nicht übersehen. Ich sehe das doch hier. Das können wir direkt benutzen. Ein blaues. Ach, das ist ein blaues. Ein blau... Och, nö. Das heißt, die Gegner können hier wieder vergiften. Ihr seht's, ne? Und das Vieh, das sieht richtig ekelhaft aus, ey. Das sind Bows, wenn ich mich nicht irre. Gut, Freunde. Gehen wir hier rein, komm. Ey. Was macht ihr hier mit mir, echt? Was haben wir hier? Oh, einen geraden Gang. Okay. Dachboden. Dachboden. Was haben wir hier? Können wir hier rein? Nö. Okay. Wow. Wo geht's denn hier hin? Was ist denn das? Ach du Scheiße. Haben wir jetzt hier Graf Dracula am Start oder was ist hier los? Kein Plan, ey. Wirklich kein Plan. Ich hoffe, dass hier kein Boss kommt. Ich habe nichts dabei.
Ich habe nichts dabei, ne? Null. Private Villa. Boah. Ah, hier geht's, glaube ich, schon weiter. Müssen wir... Ach, du Scheiße! Ach, jetzt rennen die Teile hier überall rum. Ach, nee, dann lass. Dann... Nee, lieber nicht. Lieber nicht, dann gucke ich... Ja, obwohl, wartet mal. Dann gehen wir lieber wieder zurück. Da oben will ich doch nicht hin. Private Villa, was zur Hölle? Warum muss das jetzt auch anfangen zu gewittern? Das ist sehr ungemütlich. Aber hatten wir dich doch irgendwo einfache Schlösser hier? Das kann ja wohl jetzt nicht sein. Dass wir jetzt hier gar nichts mehr an einfachen Schlössern haben. Wir hatten doch so viele gesehen. Ah, Ruhe, Freunde. Und jetzt ist der Donner hier. Ja, toll. Viel Fachliteratur. Ah, Freunde, das Spiel macht schon echt Spaß, muss ich sagen. So. Heil dich bitte. Oh Gott, wir sind sogar orange. Eigentlich ist es effizienter, als zwei Grüne zu nehmen. Ne? Das blaue Kraut... Ich weiß nicht. Das blaue Kraut. Rauslegen, komm. Wartet mal. Wartet mal. Wartet mal. Den Koffer. Den Koffer können wir aufmachen. War doch so, oder? Prüfe. Ein einfach... Dietrich benutzen. So, was haben wir hier? Ah, Pulver für Pfeile. Jawohl, danke. Nur leider haben wir gerade keine Pfeile. Shit. Explosivpfeile werde ich mir definitiv aufsparen, Freunde. So, dann werde ich das jetzt allerdings erstmal abspeichern, tatsächlich, das Spiel. Alte Schreibmaschine, ja. Nutzt das Farbband. Schön mit... was? Was ist... Speicherplatz konnte nicht eingerichtet werden. Es war ein Diss jetzt. Naja, gut. Vorzimmer. Dann müssten wir beim nächsten Mal aber echt mal gucken, wo es hier weitergeht, ne? Weil wir... Ach, im Gefängnis da. Da müsste ich jetzt tatsächlich dann nochmal gucken. Beim nächsten Mal. Dann mach hier Kombi. Wir sind nämlich orange, da passt das hier perfekt. So. Sehr gut, Freunde. Ich weiß, ich habe jetzt noch die leere Armbrust drin. Und nur Pistole. Aber ich hoffe ja, dass das ausreicht. Gut, dann müssen wir halt beim nächsten Mal tatsächlich nochmal... Naja, obwohl... Nee, ich gehe jetzt beim nächsten Mal nicht ins Gefängnis. Ich gehe tatsächlich erst nochmal in die Trainingsanlage rein. So, Freunde. Und hier? Hier hat es auf einmal aufgehört zu regnen, ne? Das finde ich nett von euch. Das finde ich nett von euch. Oder müssen wir jetzt da unten beim Flughafen schon was machen? Ich weiß es halt nicht. Na gut, aber ich werde beim nächsten... Ach nein! Renn da einfach vorbei. Ja, renn ihm in die Arme. Aua. Oh, ihr seid doch brutal, echt. Ich lass die mal da. Ich lass die mal da. Gut, dann werde ich aber jetzt direkt... geradeaus direkt reinlaufen. Wir müssen tatsächlich hier bei der Trainingsanlage weitermachen, denke ich. Einfach laufen. Lauf, Claire. Da kommt ein Wurm. Oh Gott, ist das eklig. Ist das widerlich. Aber hey, wir sind erstmal wieder in Sicherheit, denke ich. Genau. Gut, Freunde. Dann würde ich einfach mal sagen, ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier dann weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal.
Und da würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.